Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ich bin gerade ins Spiel reingekommen, wo ich gespeichert hatte. Dummerweise kam ich jetzt hier mitten im Kampf aus. Ja, eigentlich hatte ich die Gegner, glaube ich, in der letzten Folge schon besiegt. Aber die haben anscheinend gedacht, sie könnten mich hier nochmal angreifen. Ja, falls ihr es nicht mitbekommen habt, herzlich willkommen zurück zu God of War. In der letzten Folge sind wir bis hier gekommen. Das war jetzt, glaube ich, nur die Heilung, ne? Ja, war beides grün. Und ich hatte extra gespeichert, weil das so ein bisschen aussah, als ob es hier einen größeren Gegner gibt. Ich sammle erstmal alles ein, was ich hier noch kann. Ich hoffe jetzt nicht, dass draußen schon wieder Lärm gemacht wird, weil die immer komischerweise in den letzten anderthalb Wochen die Zeit so getimt haben, dass sie erst dann Lärm machen, sobald ich am Arbeiten bin. Egal, ob es jetzt Aufnahmen sind oder andere Sachen. Ich arbeite ja von zu Hause aus. Oh, das war die Heilung. Das war nicht gut. Ich befürchte nämlich, die brauchen wir noch. Was ist hier noch drin? Alles schön nachgucken. Aber das dürfte er gespeichert haben, dass ich das da kaputt gemacht habe. Ja, sieht so aus. Okay. Das sieht irgendwie nicht gut aus hier. Oder? Hä? Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Hey. Oh, Hilfe. Nein, hier habe ich jetzt die Waffe gewechselt. Scheiße. Nein. Das war nicht gut. Irgendwas habe ich gerade gedrückt. Weiß aber nicht was. Ach so, die Waffe. Ach so. Okay. Moment. Hinter dir, Bruder. Hinter dir, Bruder. Wer ist denn jetzt hier schon wieder? Oh, Leute. Ernsthaft jetzt? Ich brauche meine andere Waffe. Ich weiß aber nicht, was ich gerade gedrückt habe. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Scheiße. Ach so, er. Ach, der Kopf hat gerade mit mir gesprochen. Jetzt verstehe ich das auch. Ich mache es jetzt so. Dann kriege ich euch auch platt, oder? Das Valhall. Liegt es in Hel? Oh, nein, nein. Valhall ist Teil von Asgard. Nur die würdigen Toten gelangen dorthin. Krieger, die im ruhmreichen Kampf sterben. Hel ist für jene, die unehrenhaft sterben. Verbrecher. Ja. Ah. Und jene, die durch Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es ist unehrenhaft, alt zu werden? Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Ich hab sie wieder. Ich musste nach links drücken. Ich war aber gerade im Kampf irgendwie so panisch. Ich weiß auch nicht. Ach ja, ich habe mich jetzt schon geoutet. Also ich habe jetzt wirklich während der Ferien einige Wochen lang leider nicht mehr spielen können. Wobei leider nicht ganz so leider ist, weil ich mir quasi einen verdienten Urlaub anfangs genommen habe. Und die letzten anderthalb Wochen konnte ich leider gar nichts machen, weil hier alle vom Schützenfest terrorisiert worden sind. Können wir hier hoch? Nee, ne? Kann ich ja also nur hoch, aber nichts machen, oder wie? Ja. Ach, wir müssen... Ah, verstehe. Okay, wir müssen uns was hinbauen, damit wir da höher kommen. Okay, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, wenn ich jetzt ein bisschen neben mir sein sollte und nicht alles direkt verstehen sollte, dann liegt das daran, dass ich jetzt schon den 9. Tag mit Migräne rumlaufe.
weil die Assis hier vom Schützenfest wirklich die komplette Umgebung terrorisiert haben. Tag und Nacht. Man konnte vor 4 Uhr überhaupt nicht schlafen. Was natürlich nicht so schön ist, wenn man wieder um 6 Uhr aufstehen muss. Ich bin noch... Hallo, du sollst eigentlich stehen bleiben. Reicht noch nicht aus? Doch, reicht aus. Bringt uns aber nichts. Na, doch, es bringt uns noch ein bisschen Hacksilber. Aber ich habe gedacht, vielleicht wäre das schon das, was wir runterbringen mussten. Aber das war es nicht. Kann man euch eigentlich kaputt machen, ja? Haben wir schon gedacht. Okay, reicht das jetzt eventuell schon, dass ich da hoch kann? Das kann natürlich auch sein. Weil hier oben sehe ich jetzt so nichts. Oder können wir die noch kaputt machen? Können wir, aber ist nicht wirklich. Nö. Nope. Können wir hier hoch? Das sieht so... B? Ach, Moment. Hä? Ach, von hier sind wir doch gekommen. Oh. Wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? War doch gerade noch eine Kante. Hallo. Leute. Ich möchte nur die Kante hinunter. Da. Ja. Und runter. Komm. So. Ich muss nämlich jetzt erstmal gucken... Ich muss vielleicht nichts gucken. Vielleicht kommen wir schon hoch. Wir probieren es mal. Ja, wir kommen schon hoch. Okay, perfekt. Ich dachte, ich müsste da eventuell auch noch was hochwerfen, umwerfen. So. Das ist schon mal... Können die Toten Midgard verlassen, wenn wir den Brückenwächter töten? Das glaube ich nicht. Obwohl es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Lebenden, um das Innere von Helheim zu erreichen. Aber wer wäre so verrückt, dorthin zu gehen? Ja. Oh, scheiße, was ist das denn? Das sind die Toten. Sind das die Toten, die mich angreifen? Ne, das sind die Toten, die hier umherwandeln, ne? Moment. Da ist was, da komme ich aber anscheinend erst später hin. Obwohl. Ich habe jetzt zwei Sachen gesehen, mal schauen. So, da haben wir erstmal was Rotes. Das ist aber ein Stein, den wir so nicht wegkriegen. Ne? Das ist dieser Explosionsstein, ja. An ein paar Sachen kann ich mich noch dran erinnern. Allerdings ist das jetzt doof, weil wir natürlich... unseren Jungen ja retten müssen. Wenn ich das wegmache. Bricht das denn ein? Anscheinend nicht. Da kommt nur was runter. Okay. Da können wir... Können wir hier hoch? Nee, da auf der Seite war das. Genau. Dann gehen wir da nochmal kurz runter und mal kurz gucken, was das ist. So viel Zeit muss sein. Ja, wenn das jetzt nichts richtig Tolles ist hier, ne? Familienerbstück. Neues Artefakt gefunden. Broschen 1 von 5. Okay. Das ist jetzt für mich nicht so richtig was Tolles bisher. Ich weiß ja noch nicht, was es damit auf sich hat, aber es ist schon mal was Gutes. Okay. Also so ein Secret sozusagen. Dann gehen wir mal weiter. Nee, das war wieder nur Heilung. Warum ist hier so viel Heilung? Das finde ich nicht gut. Immer wenn irgendwo viel Heilung ist, dann kommt irgendein Bosskampf oder so. Die Brücke der Verdammten. Der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie. Die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder?
Welche? Also ich nehme an, dass der Linke jetzt der Wächter ist. Aber was zur Hölle ist das da oben bitte? Mischt er sich jetzt auch noch in den Kampf ein? Oh Gott. Ich glaube, ich gehe wieder nach Hause. Das ist alles Heilung. Okay. Soll das wie so ein Ventilator sein da hinten? Okay. Hi. Tu mir nichts, ich will nur dein Herz. Ja, dich meine ich. Ich glaube, es hat schon gereicht, dass ich da gestanden habe. Hau ab, hau ab. Jetzt kann ich... Oh, scheiße. Ich habe ja sonst immer mit meinem Sohn gespielt. Mal, wenn man jetzt die ganze Stärke in den Sohn reingelegt hat, dass das nicht immer gut ist. Geht aber nur in kleinen Schritten hier. Ja, ist gut. Ist gut, Großer. Beruhig dich. Alles gut, Brauner. Gerade jetzt fangen sie natürlich an, diesen Radau zu machen raus. Ich hoffe, dass ihr das auf der Aufnahme nicht so mitkriegt. Ich weiß auch noch, eine Truhe sehe ich gerade. Ja, auf was man nicht alles achtet, wenn man gerade mitten im Bosskampf ist. Wieso ist das Letzte immer, dass ich mich selber... Hallo? Oh, was war das gerade? Okay, nee, dann sollte ich ausweichen. Ich hab schon. Ich merk schon. Aber was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt nur die Phase abwarten? Muss ich jetzt irgendwas machen? Muss ich da hinlaufen? Ich denke mal, ich muss irgendwie da hinlaufen, oder? Okay, scheinbar muss ich hinlaufen. Oh Gott, komm. Ach nee, jetzt kommen die auch noch kleine. Hallo, du solltest ausweichen. Oh,
Leute, ernsthaft? Macht der jetzt seine Teleportationsphase nicht mehr? Okay, anscheinend doch noch. Ja. Aber er mag es irgendwie nicht, wenn ich zu nah dran bin, habe ich so das Gefühl. Aber der Große scheint sich zumindest nicht einzumischen. Das ist schon mal gut. Hallo? Oh, jetzt geht das wieder los. Ach, jetzt kommen die auch noch dazwischen. Ernsthaft? Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht so viel rede, aber ich bin hier gerade voll drin. Er bewegt sich doch noch. Ich dachte, er bleibt jetzt wieder stehen. Na, na? Hallo, du sollst besser ausweichen. Er ist doch tot, oder nicht? Oh. Willst du dich verarschen? Das kann doch nicht sein. Er ist doch tot, Mann. Er muss tot sein. Ja, ja, ja. Das Herz, Bruder. Du musst dir die Hände schmutzig machen. So, RB. Ist die erste. Okay.
Ich hab das Herz. Brauche ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg hier, ja? Kratos. Zeus. Zeus? Ups. Mein Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Wie kann er hier sein? Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Hel foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Chaosflamme, legendär. Kleine Flamme ohne Ursprung, die aber in alle Richtungen brennt. Sie wird durch mächtige Kräfte erzeugt. Damit können die Chaosklingen verbessert werden. Die Chaosklingen? Moment. Da muss ich doch mal eben gucken. Chaosklingen? Thema Chaosklingen. Erfordert. Achso. Okay, deswegen habe ich das noch nicht verbessert. Okay. Und die anderen Sachen habe ich soweit aber alle. Okay. Nee, das sind die Chaosklingen. Überschäumende Wut. Halten Sie RT, also R2 gedrückt, um einen starken Angriff, der die Gegner in die Luft schleudert. Erfordert Runenkraft. Oh nein, das heißt, ich kann es nicht kaufen? Ach nee, der zusätzliche Bonus erfordert Runenkraft. Okay. Drücken Sie beim Sprinten RB, um einen starken Doppelangriff auszuführen. Gut, denke ich wahrscheinlich sowieso nicht dran. Nehme ich aber trotzdem mal mit, weil das kostet jetzt nicht so viel. Elementkampf. Diese Fähigkeit bietet keine zusätzlichen Boni. Drücken Sie während des Zielens, um einen Gegner zu durchbohren in gratis Richtung. Achso, das ist schon gekauft. Ja, okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal so. Gucken natürlich auch nochmal, was in der Truhe drin ist. Ich glaube, wir sind jetzt auch wieder vollständig geheilt. Hallo? Achso, Haxel, weil ich wollte gerade sagen, kommt da jetzt nicht? Wo ist denn jetzt dieser komische Vogel? Ach, der ist noch da. Ich weiß nicht so genau, wo ich jetzt hin soll. Ich glaube, ich soll durch das Tor durch. Schauen wir mal, ist hier sonst noch irgendetwas? Ah ja, hier da hinten wollte ich noch kurz gucken. Ich denke mal, das werde ich auch brauchen, um weiterzukommen. Hat der mich? Ich dürfte gar nicht hier sein. Ist das kalt. Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Ja, und dann? Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Okay. Okay. Winde von Hel. Winde von Hel sind instabil und können nur 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur nächsten Windfalle zurückkehren. Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die kleine Kugel, die in der Mitte der Tür hängt. Jetzt kannst du die Winde von Hel absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Gern geschehen, ich bin da mal weg. Hier ist es kalt genug, um einem die Nasenhaare gefrieren zu lassen. Manchmal frage ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. Wir waren viel zu lange fort. Ja, okay. Dankeschön. Das hilft mir auf jeden Fall sehr. Sind wir jetzt wieder hier, wo wir vorher waren? Oder sind wir jetzt komplett woanders? Weil ich würde nämlich eigentlich gerne die Folge jetzt langsam beenden. Wenn wir natürlich... Hier müssten wir einen rausnehmen. Und dann, wo sollen wir den dann reintun? Oder ist das nur um die Tür... Achso, das ist wahrscheinlich um die Tür nochmal zu öffnen. Da komme ich nicht hoch. Hallo? Da komme ich runter. Da komme ich nicht runter, weil ich kann hier nicht runterspringen. Wir sind hier gefangen.
Wir werden sterben. Wir sind hier wirklich gefangen. Moment. Nee. Achso, doch. Das ist nur zum Aufsehen. Übersehe ich jetzt hier gerade irgendwas? Ich würde gerne nach oben kommen, aber ich komme hier nirgendwo hoch. Ja, toll. Kann ich euch irgendwie töten oder so? Aber ihr seid ja eigentlich die Seelen. Euch will ich ja eigentlich gar nicht töten. Oder muss man das hier wegen irgendwas anderem wegziehen? Ja, das kann man höchstens... Ach so, das kann man da wegziehen für hier? Kann das sein? Leute, geht mir mal aus dem Weg hier. Jetzt ist es da geschlossen. Ah, okay, ich hab's falsch rum verstanden. Ja gut, perfekt. Och, nee, bitte. Ja, ich stehe zu weit weg irgendwie, hab ich das Gefühl. Okay. Noch was oder kann ich jetzt hier endlich mal weitermachen, Leute? Komme ich hier hoch? Ich denke mal ja. Okay. Da ist auch noch was. Sehr schön. Nur da komme ich jetzt natürlich nicht hoch. Weil ich dafür diese Wurfdinger brauche. Naja, das war das, wo ich die Wurfdinger brauche. Aber das da hinten, das ist nicht so ein Wurfding, oder? Moment, wo hing das Ding jetzt da? Kann ich dich so schnappen? Das sieht so komisch aus. Oh, lauf, 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 Mann. Ich hasse das. Ich kann nicht richtig sprinten mit dem Controller. Och, nee. Jungs, komm. Ernsthaft. Hinter dir. Tut mir leid, dass ich die Seelen jetzt hier auch gerade kaputt mache. Aber irgendwie muss ich ja zurück. Tut mir leid, ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, hier zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. So, das ist zu... Ach, da oben ist einer. Ich wollte sagen... Ja. Ich sollte auf die richtige Taste drücken. Wo, 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 wo? Nein! Schieß! Das war doof, oder? Ich hätte es auf die rechte Seite machen müssen. Ja, hinterher ist man wieder mal immer schlau. Könnt ihr mal nicht so in mich reinlaufen, bitte? So. Weg da. So, irgendwie kann ich... Ah, jetzt kann ich wieder ein bisschen gerader gucken. Oh oh, das sieht mir nach einem nicht so schönen Zeitgenossen aus. Ich gehe mal auf die andere Seite. Vielleicht sieht er mich dann nicht. Oh, aber hier habe ich gesehen. Ach, da kommen noch welche. Ach, da kommt noch einer. Ja, komm. Ja.
Aber der Typ mit seinem Schwert, der steht irgendwie noch hinten. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Hier ist nochmal so ein Ding. Ah, nein. Jetzt sagt mir bitte nicht, ich muss da durchlaufen. Das ist aber nur eins, ne? Oh nein, oder? Wie soll ich denn die weite Strecke jetzt bis hier schaffen? Gibt es hier noch ein anderes? Und ich wollte doch schon die ganze Zeit eigentlich die Folge beenden. Das hätte ich vielleicht doch mal lieber machen sollen. Das ist Heilung. Oh, scheiße. Rechte Seite! Ja, ich hab doch schon nicht dahin gehauen. Da ist noch eine Truhe, das ist gut. Aber sagt mir bitte nicht, dass das grün, dass ich da so weit für laufen muss, oder? Das ist nur irgendein Geheimnis. Das wäre natürlich cool. Vorsicht! Von hinten! Ah, das dachte ich mir schon. Kleines Verlogenes, du. Wahrscheinlich hier auch gleich wieder von hinten. Ach, warum müssen diese blöden Viecher immer mit da reinkommen? Oh, die sind so nervig, ne? Da ist noch was. Ich jetzt hier durch die Tür durch? Ja, ne? Eieiei. Du hast es geschafft. Hi. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich tue alles, um die Folge abschließen zu können. Wir sollten nicht zögern. Sofort zurück nach Midgard mit dem Herzen. Wir sind doch unterwegs. Aber auf der falschen Seite, so wie es aussieht. Helheim. Asgard. Nilfheim. Muspelheim. Vanaheim. Wie hieß denn das nochmal? Oh Gott. War das nicht Helheim? Ich meine ja. Dein Vater war Zeus? Endlich verstehe ich! Verflucht, ich baumle an der Hüfte vom Geist Spartas! Nenn mich nicht so. Verstehe mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hatte es das Panther verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihn nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann! Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Haschi. Aber er hat recht. Bin ich nur gerade am Überlegen. Muss ich hier durch das Pinke durch? Ja, doch. Hey, Junge, erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich habe sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst.
Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hill dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen, wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Okay. Also hiermit jetzt, oder wie? Läuft vielleicht nicht ganz rund, aber es wird schon klappen. Oh Gott, ich weiß gar nicht mal, wo das war. Moment, Tamus Leiche. Es war irgendwo. Was ist das hier? Die Reise? Hexenhöhle. Ja, genau. Können wir jetzt zur Hexenhöhle? Ah! Wir können direkt hin. Also, ihr wisst offensichtlich, wie man mit Stil reist. Ne? Ich finde das auch eine coole Art zu reisen, irgendwie. Mir hat es nur ein bisschen Sorgen gemacht, dass der Zwerg gesagt hat, falls es nicht vermurkst ist. Da war ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob wir das machen sollten. Aber da die Tür versperrt war, müsste hier nicht eigentlich ein Tor kommen. Daran erinnere ich mich nämlich noch. Ach, das geht noch weiter. Okay. Lauf! Obwohl ich das Gefühl habe, ich laufe hier gerade nur im Kreis. Hallo? Ah. Ja, nimm das B an. Los. Hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Aha. Ach so, da oben. Kleiner, ich rette dich. Ich bin da. Das Herz. Du hast es. Ja. Handrücken. Er ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum.
Ja. Freya, das vergesse ich dir nicht. Das wollen wir doch mal hoffen, weil ich habe von Anfang an gesagt, Danke. Dass Freya eine ganz tolle Frau Dein ist. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Ja, so oder so. Die Folge ist leider... Das ist Mannheim, nicht wahr? Sag mal, geht's noch? Was hast du herausgefunden? Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weise. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Vivarnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Vanen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann. Ja, das ist leider die übliche Taktik von solchen Leuten. Es wäre nur schön, wenn ich mich kurz verabschieden könnte, ohne dass jetzt wieder was von der Story erzählt wird. Deswegen mache ich es mal ganz schnell. Ich bedanke... Also nein, ich hab mich nein. Gefragt, warum wohnst du unter halt die Klappe. Schildkröte? Er war mein erster Freund hier in Midgard. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald. Goldener Keiler, riesige Schildkröte, du hast interessante Freunde. So, jetzt ganz schnell. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.